Ja, genau, das dachte ich. Jetzt sind wir nämlich da, wo ich gerade meinte. In dem Raum war ja eine Tür, die wir mit Mechanismus öffnen müssen. Und das war diese Tür. Genau, hier wollte ich nämlich eigentlich wieder hin. Jetzt sind wir aber da automatisch wieder dahin gekommen. Pff, okay, wo sind wir jetzt noch nicht lang gelaufen? Da, ne, oder? Komm, ihr müsst gestehen, das ist ein bisschen verwirrend hier. Ah, okay, die ist blockiert. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Wir gehen nochmal hier eben hoch. Nee, das ist das Weinding. Das war die Tür. Hier müssen wir. Genau, hier müssen wir lang. This door seems to be blocked. Seems to be blocked. Wieso Bugs manchmal einen erschrecken können? So Grafikfehler. Obwohl die Musik die ganze Zeit die gleiche ist, finde ich, geht's eigentlich, ne? Finally out of here? Ich denke nicht. Ja, geht sie einem nicht auf den Geist, oder? Okay, der innere Hof, glaube ich, ne? Heißt das? Der innere Innenhof. Was? Oh, ist das ein ekelhaftes Geräusch und ich habe mich jetzt so mega erschrocken einfach, weil die ganze Zeit nichts passiert ist. Verdammte Hacke nochmal. Ich habe jetzt gerade so eine Gänsehaut gekriegt, ohne Scheiß, ey. Boah, Leute. Oh. Ich konnte jetzt nicht mal schreien oder irgendwie was sagen, weil ich einfach so angespannt weggelaufen bin. So innerlich so voller Panik. Das habe ich ja schon mal erklärt, wenn ich so richtig Angst habe, so dass. Okay, wir sind gerade hier lang gelaufen. Oh, dieses Geräusch, ey. Oh, ich kriege so Gänsehaut von diesem Geräusch. Oh. Ist das widerlich, ey. Okay, der Typ kommt also trotzdem. Ich habe gedacht, wir könnten uns jetzt mal kurz hier umgucken. Ja, wo muss ich denn hinlaufen? Okay, die war auf jeden Fall schon mal auf. Ja. Es ist ein Traum. Hallo? 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 Dieses Geräusch ist so widerlich. Es ist gerade gar nicht so einfach, durch die Türen zu kommen, wenn man halt rennt. Das ist irgendwie gerade ein bisschen. Okay, wir können uns nicht verstecken. Ich habe gedacht, okay. Wir sind da. Okay. Scheiße. Ich weiß nicht, wo. Da war doch nicht noch irgendwo eine Tür, oder? Ach doch, da. Ach so, wir rennen im Kreis. Ach, das ist ja schön. Hä? Wir rennen doch nicht im Kreis. Dieses komische so am Ende so, dieses. Es ist so. Wie
widerlich, ey. Okay, warte. Also. Wir müssen einmal da durch. Jetzt bleibt der wieder... Jetzt weiß ich auch, woran ich hängen bleibe. Der Spassig macht die Tür. Entschuldigung, ich wollte niemanden beleidigen, aber... Jetzt habe ich auch gerade gesehen, warum ich da immer hängen bleibe. Der macht die Tür nach außen hin auf und dann versuche ich gerade durch diese Tür durchzulaufen. Ist ja klar, dass ich da hängen bleibe. Er ist ja wundervoll. Okay. Das ist sehr geil konstruiert, wenn man wegrennen will, dass der die Türen nach außen hin aufmacht. Das ist so fies einfach. Unfassbar. So, Schlüssel. Schlüssel. Tür auf, Tür auf, Tür auf! Entschuldigung. Ich steige mich gerade ein bisschen rein. Scheiße. Okay, wir haben den Schlüssel genommen, aber der Schlüssel ist gar nicht für die Tür. Hä? Okay. Jetzt haben wir das ja schon ein paar Mal erlebt, deswegen bleiben wir jetzt mal ein bisschen ruhiger. Da können wir auch durch. Da können wir nicht durch. Ich wollte an ihm vorbeilaufen. Scheiße. Das ist ja voll gemein. Der Schlüssel ist in dem Raum und der Raum ist eine Sackgasse. Das ist doch voll scheiße. Und ich kann an dem nicht vorbeirennen. Okay, die Tür geht aber nicht auf, oder was? Nee. Hä? Ich hab gedacht, der rennt jetzt mir hinterher. Deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der von da kommt. Die Tür war blockiert, nicht zu, ne? Ja, ja, die war blockiert. Okay. Okidoki. Okidoki. Was war mit der Tür? Achso, die war blockiert, ja. Ach, da ist auch noch ein Schlüssel, guck mal. Wieso kam der denn jetzt durch diese Tür? Weil wir den Schlüssel genommen haben? Warte, das probieren wir jetzt nochmal aus. Ich werde schon wieder so leicht genervt, ne? Okay, warte. Tür auf. Schlüssel. Ja. Ja. Okay. Also, er scheint durch diese Tür zu kommen, wenn wir den Schlüssel aufheben. Das heißt, Schlüssel. Boah, nein! Oh, komm schon. Ach, komm schon. Ernsthaft jetzt? Jetzt, hä? Wie soll ich denn dann bitte den Schlüssel nehmen und dann da wegkommen? Hä? Ach komm schon, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wie soll ich denn dann den scheiß Schlüssel nehmen? Bist du? Nee. Es sind ja beide Türen. Ich muss jetzt mal ein bisschen den Sound vom Spiel leiser machen, weil ich sonst immer so schreie. Blockiert. Das heißt, hier komme ich ja nicht weiter. War hier noch eine Tür? Nein. Also die ersten drei Male war ich angespannt, habe mich erschreckt. Jetzt bin ich langsam genervt.
Die sind blockiert. So. Jetzt kann man nicht hier lang, okay? Gut, dann nehmen wir jetzt hier den Schlüssel. Ach komm, ernsthaft jetzt? Ey, Leute, was übersehe ich denn jetzt? Wir haben jetzt gerade zwei Schlüssel genommen und beide Schlüssel sind nicht für diese Tür. Ich meine, gut, dass der eine Schlüssel nicht direkt neben der Tür liegt. Ja, hätte ich mir auch denken können, das wäre ein bisschen zu einfach, obwohl es ist halt gerade so eine Situation, wo man ja einfach nur wegrennen muss. Es hätte also sein können. Hä? Aber da ist, die anderen Türen sind doch alle geblockt. Auch diese Tür ist doch geblockt. Wo muss ich... Ich verstehe es gerade nicht. Wir haben doch jetzt alle Türen abgeklappert, oder nicht? Die ist blockiert, diese Tür ist blockiert. Die einzige Tür... Oder? Aua. Oh, was ist hier? Die ist auch blockiert. Ey, ich werd nicht mehr. Ich werd nicht mehr. Ich will ja sofort rausrennen. Oh. Kleinen Bug gefunden. Nützt mir noch nichts, weil ja, jetzt kommt er. Hallo, junger Mann. Verlaufen. Können wir jetzt hier über den Tisch springen vielleicht? Und dann wegrennen? Ja, okay. Nein, ich gebe heute noch nicht auf. Ich mache jetzt nur meine Kamera aus und dann versuche ich das so lange, bis ich es schaffe. Und das schneide ich euch dann rein. Bis gleich.
So, ich werde euch jetzt zwei weitere Durchläufe, also ich habe jetzt echt 50 Durchläufe hinter mir oder so. Ich bin gerade echt genervt. Ich zeige euch jetzt zwei, wie weit ich noch gekommen bin. Wenn ihr wollt, es ist eh nur eine Demo, ne? Wenn ihr wollt, dass ich das noch weiterhin versuche, dann schreibt es gern, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Ich bin jetzt gerade nicht so angetan davon. Ich werde es dann wahrscheinlich einfach als letzten Test dann wieder verbuchen, weil, wie gesagt, ist ja sowieso nur eine Demo. So richtig durchspielen können wir das sowieso nicht, ne? Ich hatte aber gehofft, dass wir halt irgendwie bis zum Ende kommen, aber es ist einfach gerade extrem nervig. Ich werde auch bei Games Short einen Kommentar hinterlassen, dass es echt einfach zu krass ist, so, weil dieser Typ ist einfach, ihr werdet das ja bei den letzten beiden Läufen jetzt auch nochmal gesehen haben. Die Taschenlampe ist einfach viel zu schwach, man kann wirklich nichts erkennen. Und ich habe Gamma schon extrem hochgestellt. Also in den Optionen kannst du halt wirklich auch nur Gamma einstellen. Das ist alles, was ich auch mal ein bisschen schade finde, weil ich stelle halt gerne immer den Sound her, halt noch auf volle Pulle für die Aufnahme. Und Grafikeinstellung, ja gut, okay, ist eh Pixel Game, ist nicht ganz so wichtig. Aber ich habe es halt schon extrem hochgestellt, ich kann kaum was erkennen. Ich kann, klar, auf meinem Aufnahmemonitor kann ich es ein bisschen besser wieder sehen, wie immer, weil es halt einfach heller eingestellt ist. Aber ich kann echt. Und er ist einfach so extrem schnell. Ich meine, ich finde es ja gut, dass wir so verfolgt werden und so, das ganz klar. Aber wenn man halt so sich gar nicht umschauen kann und bis ich erstmal drauf gekommen bin, ich werde es aber wahrscheinlich gleich noch ein bisschen nachvertonen oder so, ich weiß es noch nicht. Die beiden Durchläufe, bis ich erstmal geschnallt habe, dass man links rum kann, weil ich habe es einfach nicht gesehen, weil meistens ist es ja, wenn ich in diesen Brunnenraum reingekommen bin, sage ich jetzt mal, Brunnen, ne, dann war der ja schon immer da, so, dann hat er mich meistens schon wieder aufgeschlitzt, ich konnte mich gar nicht umgucken. Ich konnte an dem Brunnen, habe ich versucht, den so ein bisschen auszutricksen und da habe ich dann überhaupt erst gesehen, aha, da hinten, direkt links neben der Tür, ist ein Durchgang, bis ich das erstmal gesehen habe. Und ja, die beiden Durchläufe werdet ihr jetzt gesehen haben, wo ich halt zweimal geschafft habe, überhaupt da durchzukommen durch den Durchgang. Und da bin ich halt auch erst nochmal rechts gelaufen, wo das rote X steht. Da ist sowieso Sackgasse. Und ich weiß nicht, wie man das dann schaffen soll, den Hebel zu ziehen, um dann wahrscheinlich irgendeine Tür aufzumachen, durch die wir dann auch noch durch müssen. Und es wird gerade extrem hell im Raum, weil ich ausnahmsweise mal die Vorhänge weggezogen habe. ja, also, bäh. Also so nicht schlecht so für so ein Mini und keine Ahnung, aber ja, extrem, meiner Meinung nach muss ja noch extrem viel gemacht werden, weil das ist echt einfach zu heftig. Und ich werde jetzt gleich auch mal gucken, ob das andere Let's Player irgendwie geschafft haben oder so. Bin ich mal gespannt. Vielleicht stelle ich mich auch wieder sehr doof an. Könnte er auch gerne da lassen als Kommentar, so von wegen, du musst das und das machen. Klar, an den Brunnen kann man natürlich hingehen und den irgendwie so ein bisschen austricksen, so links, rechts und so und drauf warten, wo der langläuft und dann natürlich in die andere Richtung. Aber so wie bei diesem Hebel zum Beispiel, es ist einfach eine Sackgasse und das Problem ist, du kannst ihm nicht ausweichen. Ich habe ja immer wieder versucht, links oder rechts an ihm vorbeizurennen. Es geht ja einfach nicht. Oder dass du ihn mit der Taschenlampe irgendwie vielleicht anstrahlst und er kurzzeitig irgendwie so. Aber es geht ja alles nicht. Also ich finde es extrem schwer. Weiß ich nicht, wie man das mit dem Hebel dann auch machen soll. Wenn man die ganze Zeit in eine Richtung rennt, dann geht es ja noch. Aber mit dem Hebel, mit der Sackgasse, weiß ich nicht. Okay. Ich guck mal, ob ich jetzt noch gleich irgendwie was anderes finde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.